Hallo lieber Wassermann, hier ist die Inbal von inbalstarot.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es im Frühling 2021 bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond. Oh, ist wieder rein. Hab's nicht gesehen. Dein Mond, Venus und Aszendentzeichen, ja? Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, den Link zu deiner Jahreslegung für 2021 und den Link zur Übersicht aller Karten, die ich hier einsetze. Außerdem sind unten auch meine Social Media Accounts auf Facebook und Instagram aufgeführt. Ja, falls dir mein Stil gefällt, Wassermann, dann freue ich mich sehr über deinen Klick auf Abonnieren. Mit einem zusätzlichen Klick da auf die Klingel sorgst du dafür, dass du dann automatisch benachrichtigt wirst, sobald ich ein neues Video hochlade. Ja? Also, in Bezug auf die Legung nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Ja? Wassermann, dich erwartet eine sehr schöne Zeit im Frühling. Eine sehr schöne Zeit. Du wirst im Frühling mit Menschen zu tun haben, die genau deiner Wellenlänge entsprechen. Du wirst im Frühling mit Menschen zu tun haben, die sehr authentisch sind. Du wirst im Frühling mit Menschen zu tun haben, denen du alles Mögliche über dich mitteilen möchtest und über die du alles Mögliche lernen möchtest. Ja, also das Herzchakra ist offen. Das ist nicht einfach so, ja, dass das so kommt, Wassermann. Ich habe gesehen, wie knallhart du warst in den letzten Monaten. Ja, du warst wirklich, du warst so, Wassermann. Du gingst mit einem Schwert, gingst du auf Menschen los, die deiner Ideologie, deiner Wellenlänge nicht gepasst haben. Ja, ich habe deine Legungen beobachtet, Wassermann. Du hast bei Manipulation nicht mitgemacht. Du hast kurzen Prozess gemacht. Ich habe es gesehen. Du warst in letzter Zeit sehr klar unterwegs. Und wenn man so klar unterwegs ist, ja, wenn ich zum Beispiel, ich hasse Pilze, ja, und natürlich habe ich Menschen um mich herum, die Pilze lieben, ja, aber es ist jetzt nicht etwas, ist nicht ein Liebesthema, aber ich hasse Pilze und ich habe Menschen um mich herum, die Pilze mögen. Und wenn ich jetzt mit diesen Menschen so umgehen würde wie du, in den letzten Monaten, dann hätte ich keine Pilzliebhaber mehr um mich herum, ja, und nur noch Menschen, die auch genauso wie ich Pilze verabscheuen, okay? Und mal zu einfach als Vergleich. Ich weiß, ist ein bisschen banal, aber einfach, damit du verstehst, was ich meine. Also gleichgesinnte Menschen um dich herum. Du ziehst jetzt die richtigen Menschen an, ja, weil das ist, man muss einfach ein bisschen knallhart manchmal sein und wie heißt dieser Satz, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist oder irgend sowas. Wobei ich nicht sehr viel von diesem Satz halte. Gemäß diesem Satz bin ich Prostituierte und Diplomaten in einem, ja, aber einfach, damit du verstehst, was ich meine. Du wirst mit Menschen umgeben sein, über die man dich sehr gut dann definieren kann, ja? Du freundest dich da nicht gerade mit Menschen an, mit denen du nicht die gleiche Wellenlänge hast. Lass deinen Ex-Partner los, heißt es hier. Lass deinen Ex-Partner los. Die Zeit ist gekommen, deine Energie zu klären. Ja, wunderbar. Okay, wir schauen jetzt, was genau hier kommen wird. Ja, das ist auch bei Stier ist diese Karte gekommen. Wir werden jetzt mit Rider-Waite schauen, worum es hier geht. Was ich hier spüre, Wassermann, ist, dass du das, was du jetzt erreicht hast mit dieser Klarheit, mit dieser Gradlinigkeit und alles, dass du das gleich wieder verwerfen sollst jetzt. Leute, so ist das Leben. So ist das Leben. Man lernt was und dann setzt man das um und dann ist alles gut und schon verändert sich die Energie wieder, ja? Unverändernde Energien hast du dann auf dem Friedhof. Da bleibst du dann so, wie du bist, ja? Aber momentan geht es darum, dass du, nachdem du diesen Kurs da eingeschlagen hast und dich jetzt in deinem Bereich bewegst und so
nur mit Menschen zu tun hast, die deiner Wellenlänge entsprechen, dich nun öffnest. Ja, weil wo auch immer du jetzt stehst, Wassermann, wann hat die Veränderung angefangen? Wegen wem hat diese Veränderung angefangen? Warum bist du jetzt heute da, wo du bist? Dieser Kerl da, diese Dame da aus der Vergangenheit, ja, die haben irgendwas in dir ausgelöst, dass du in den letzten Monaten so hardcore drauf warst. Ja, jetzt sollst du dich wieder ändern. Ja, 180 Grad Drehung, gleich nochmals. Schauen wir mal. Wassermann im Frühling 2021, bitte. Es ist halt, also ich, Wassermann, ich denke, du wirst das auch absolut begrüßen, weil man will ja seinen Horizont erweitern, oder? Es ist schön und gut, wenn man mit Gleichgesinnten Zeit verbringt und alles, ja, genießt den Frühling, ja, die Lockerungen sind auch so langsam in Sicht. Aber es wird sowieso die Zeit kommen, wo du sagst, hey, ich brauche jetzt wieder Drama. Ich brauche jetzt wieder Menschen, mit denen ich mich nicht ganz verstehe, mit denen ich ein bisschen aneinander gerate. Ja, das wird kommen hier. Ast der Schwerter, Klarheit. Klarheit. Das ist eben das ist dieser Schwert, mit dem du unterwegs warst seit ein paar Monaten. Ja? Ast der Schwerter, Klarheit, geradlinig, in diese Richtung will ich, das hier will ich nicht, das hier will ich. Ja? Das ist so das. Mit diesem Schwert bestimmt man die Richtung und schneidet gleichzeitig auch Menschen aus dem Leben. Und das ist jetzt das Witzige dran. Wer auch immer dein Ex ist, hat. Ja, dieser Mensch hat dafür gesorgt, dass du jetzt hier bist mit diesem Schwert, wie eine Furie am Menschen rausschneiden und alles aus deinem Leben und geradeaus vorwärts gehen und alles. Mit diesem gleichen Schwert schneidest du jetzt auch die Erinnerung an dein Ex ab, ja, und dann auch Verhaltensweisen, die du von dieser Zeit mitgenommen hast. Aber dadurch schneidest du auch diesen Weg der Klarheit ab. Weil auf diesen Weg bist du durch diesen Ex gekommen. Ja? Zwei der Kelche. Che passa? Che passa? Zwei der Kelche. Eine Nachricht, ein Liebesgeständnis. Klarheit in Bezug auf jemanden, der sich für dich interessiert, die sich für dich interessiert. Das ist nicht der Ex. Das ist eine neue Person. Und für diese neue Person, Wassermann, musst du deine Ex-Energie komplett rausschneiden. Warum? Weil diese Ex-Energie dich in einen Bereich gebracht hat, wo du nur noch gewisse Dinge akzeptierst und dadurch dann dein Horizont nicht mehr erweitert werden kann. Du hast hier zwei der Kelche, ja, du willst mit diesem Menschen hin zu 10 der Kelche, kannst aber nicht. Warum? Weil du eine gewisse Vorstellung von 10 der Kelche mittlerweile etabliert hast. Ja, also das ist schon ein bisschen stur. Diese 10 der Kelche, diese Idee von 10 der Kelche, vom absoluten Glück, das du hast, Wassermann, hast du basierend auf schlechten Erfahrungen in der Vergangenheit in deinem Kopf aufgebaut. Und die Sache ist die, es gibt zig verschiedene Möglichkeiten von 10 der Kelche. Ja? Und der Umstand, dass du nur eine einzige Vorstellung von 10 der Kelche hast, kann dafür sorgen, dass du hier dann keine Vorwärtsbewegung hast. Okay? Weil du hast eine Vorstellung davon, wie es sein soll, ja, von all dem, was du
an Negativem erlebt hast. Ja? Und die Sache ist die, vielleicht liegt auch da dein großes Glück. Du kannst das niemals wissen, Wassermann. Du kannst niemals wissen, was genau dein Happy End sein soll. Und du hast aber nur das im Blick und irgendwie entwickelt sich die Sache mit diesem Menschen in diese Richtung. Und ihr sollt hier glücklich sein, aber nein, du hast das im Blick. Und davon musst du dich befreien, Wassermann. Zwei der Münzen. Mach dich drauf gefasst, Wassermann, dass hier dieser Mensch dir ein bisschen so den Boden unter den Füßen wegnimmt, ja, dass du dich so ein bisschen auf wackeligen Füßen fühlen wirst. Zwei der Münzen, gleichzeitig sehe ich, dass du dich in deine Arbeit stürzen wirst und gleichzeitig sehe ich, dass du hier merkst, dass du endlich damit aufhören musst, hier ewig, ja, Ewigkeitszeichen hier, mit Blick auf Vergangenheit die Zukunft zu bewerten. Dein Engel hat die Nase voll davon. Ja. Wir haben hier die liegende 8, das Ewigkeitszeichen. Du kannst nicht, das Unendlichkeitszeichen, du kannst nicht ewig hier stehen bleiben. Okay. Eventuell könnte es hier helfen, dir zu sagen, dass du ganz einfach schlechte Erfahrungen gemacht hast. Wassermann, könnte es nicht sein, dass du ganz einfach auf Vollidioten gestoßen bist und nicht wirklich eine Lektion für die Zukunft daraus holen sollst? Jetzt regen sich die Echsen auf. Ist nicht deine Legung hier. Geh zu deinem Sternzeichen. Ist Wassermanns Legung. Ich lobe dich dann bei deinem Sternzeichen. Es kann nicht bei allen Videos um dich gehen. Okay? Zurück zu Wassermann. Die Hohepriesterin. Deine innere Stimme rät dir schon längst dazu, ein komplett neues Kapitel zu öffnen. Wir haben hier zwei, hier haben wir zwei, hier haben wir die zweite große Arkana, ja, ist auch Dualität. Und die Sache ist die, man kann mit diesen kleinen Arkanas, kann man noch so lange herumhadern. Sobald diese große Arkana hier kommt, wird dann tatsächlich ein Umbruch geschehen. Von dunkel hin zu hell. Okay? Das ist wie wenn, das ist ja so dieses, wie heißt das? Denke nach und werde reich oder so? Irgend so ein Buch gibt es, Denke nach und werde reich. Es ist wie wenn ich mir jeden Tag sagen würde, ich bin fett, ich bin fett, ich bin fett. Was passiert dann? Es passiert dann tatsächlich, dass ich dick werde. Ja? Oder boah, bin ich dünn, ich bin dünn, ich bin dünn. Und dann passiert es tatsächlich, dass ich Kilos verliere. Ja, einfach weil ich durch all diese kleinen Arkanas dafür sorge, dass die Energien um mich herum mich in diese Richtung schubsen. Ja? Sieben der Stäbe. Du willst nicht die schlechten Erfahrungen, die du gemacht hast, einfach so fortwerfen. Du willst nicht von diesem Wissen, das du aus diesen schlechten Erfahrungen gemacht hast, ablassen. Und ich sage dir, Wassermann, was, wenn du bisher ganz einfach, ganz simpel auf Vollidioten gestoßen bist und dieser Mensch kein Vollidiot ist? Was dann? Es ist halt, ja, wenn man sehr viel Zeit, Energie, Gedanken und alles investiert hat, ja, dann fällt es einem schwer loszulassen. Ja, und noch schlimmer ist es, wenn man merkt, in was für leere Menschen man das investiert hat. Leere Menschen. Hast du in der Vergangenheit Menschen gedatet, die ein bisschen leer waren? Nicht sehr viel Gesprächsstoff und alles.
Und bereust du es umso mehr, dass du Zeit und Energie investiert hast und willst umso mehr unbedingt dir einen Sinn davon hervorholen? Ja, so, es kann doch nicht sein, dass ich hier Zeit verplempert habe in der Vergangenheit. Irgendwas gibt es daraus zu lernen in Bezug auf diesen neuen Abschnitt hier. Überleg mal. Ich werde hier mit diesen Karten zwei weitere reinlegen, dann sehen wir, was hier genau passieren wird und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst, Wassermann, und was dein Gegenüber vor dir versteckt. Und da, wo ich Action sehe, ziehe ich eine Zeitkarte, dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.